Komm, wir fangen mal wieder an. Komm, fangen wir an. Wir haben ja noch, ich hatte extra noch Bier aus dem Osten mitgebracht. Danke nochmal an Wild East. Prost. Prost. Feierabendbier vor Weihnachten sozusagen. Schmeckt aber, ne? Vorletzter Arbeitstag für den YouTube-Channel. Ja. Wir machen morgen nochmal ein paar Videos. Genau. Ja, sitzen wir hier heute Abend nach einem harten Trainingssonntag. Völlig fertig. Haben so viel und so hart trainiert, dass Sebastian die Nudeln schon auf der Couch essen musste. Ja, die esse ich immer auf der Couch, du nicht? Ach so. Schön aus. So, ja. Kennen doch alle Jungs. Schöne große Schüssel mit vielen Nudeln drin. Löffel. Löffel, keine Gabel. Versteht sich von selbst. Ja. Und einfach rein damit. Einfach weglöffeln. Und danach Nudelkoma, da schläft sich auch besser. Ja, so sieht es nämlich aus. Hatte ich nämlich heute Mittag auch schon mal. Oh, schon zweimal bling bling gemacht. Hier, hier Handy mal auf lautlos stellen. Was ist denn das schon wieder für eine Vorbereitung, Stackenborg? Ja, frage ich mich auch immer. Mann. Ja, Nick hat es gesagt, morgen, letzter Arbeitstag, machen wir noch ein paar Videos, Themen teasern wir jetzt hier nicht. Nee, wir haben ja auch keine. Wir haben gesagt, hier, go with the flow. Nee, also für der Videos, die wir morgen drehen, meinte ich. Ach so, ja. Weißt du die schon? Ja, haben wir auch gestern besprochen. Och Mann. Oh. Okay. Ja. Ja, also wir drehen morgen die Videos über. Ja, ich habe es auch wieder vergessen. Ja, nee, gut, lassen wir das mal. Ja, aber heute gehen wir einfach so ein bisschen so ein Revue passieren und Zukunftspodcast kann man ihn, glaube ich, nennen. Genau. So kann ich ihn in die Beschreibung packen. Es ist ja jetzt wieder ein Jahr rum und ja, dann haben wir gedacht. Ich habe auch keinen Bock, jetzt das ganze Jahr durchzugehen, weil dann sitzen wir hier lange. Nee, ich weiß auch nicht. Wie sie was passiert. Ich weiß auch nicht mehr so viel alles. Ja. Du? Nö. Ja, also. Nein, aber ich meine, den Channel gibt es ja jetzt, glaube ich, seit zweieinviertel Jahren. Ist das richtig? Keine Ahnung, soll ich mal nachgucken? Nee, ich meine, aber das wäre irgendwie... Den Channel gibt es schon länger. Weil, und hast du eigentlich mitbekommen, dass es letztens jemand zum Geburtstag gratuliert hat des Channels? Habe ich. Großartig. Ja. Wer war's? Ja, der ATP-Kompressor. Natürlich, sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Warte mal. Ich kann das gar nicht nachgucken, weil mein Channel, der hieß ja früher Nick Stöckenburg, ja. Und war mein YouTube-Channel. Aber es ist, er hat uns zum Zweijährigen gratuliert und damit hat er auch recht gehabt im Herbst. Ja, und dann ist es ja fast zweieinhalb. Genau. Und wir stehen gerade bei... ich hatte die falsche App auf, da steht man das nicht ganz genau. Wir stehen bei 18.936 Abonnenten. Also wir sind, vielleicht schaffen wir heute noch die 19.000. Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist ja ein Thema, Scheiß. Das haben wir ja schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal kam das Thema auf in Rot, bei dem geilsten Podcast der Welt. War auch der geilste. Ja, und ja, das sind ja so Zahlen, die haben wir schon länger nicht mehr irgendwie, ja, das begreifen wir noch nicht mehr, weil das sind ja schon mittlerweile so, ja, ist das eine kleine Stadt, ne? Eine Kleinstadt, wollte ich sagen. Ja, ich frage mich halt, wie viele Triathleten es überhaupt gibt. Ja, im deutschsprachigen Raum. Also, das ist die Grenze, ne? Ja. Ja, und ja, so vielen, vielen Dank, das glaube ich, kann man schon mal vorwegnehmen, an alle, die uns in den zweieinviertel Jahren da irgendwie unterstützt haben, das geschaut haben, uns abonnieren, sich auch dieses Gelaber immer wieder anschauen und selbst sagen, es soll länger werden, damit die langen Läufe unterstützt werden. Ich finde das ja auch besser als in den ganzen anderen wissenschaftlichen Kram. Das verstehe ich nicht, warum das Leute gucken. Ja, das weiß ich. Ja. Mir ist gerade noch was komplett, ich schweife jetzt ganz kurz ab als Informationseinschub, weil uns auch schon so viele Leute geschrieben haben. Und zwar haben wir natürlich die Triathlon Crew Wild East Hoodies bestellt. Ich habe noch keinen fixen Liefertermin. Das Problem ist jetzt natürlich, dass so diese Feiertage dazwischen liegen. Ich weiß nicht, wie unser Kölner Produzent hier an Weihnachten oder zwischen den Tagen arbeitet. Ich gucke mal, ob ich das morgen noch irgendwie rausbekomme. Aber auf jeden Fall, die Dinger sind auf dem Weg und ihr werdet erfahren, wenn die da sind. Also ihr braucht nicht Nachrichten schicken. Stimmt, ja. Da gab es ja aus allen Städten diese Hoodies, aber da, weil es so spontan war, ne, gab es nichts. Ja. Genau, aber deswegen trinken wir jetzt auch das Bier aus dem Osten. Ja, ich sehr, sehr geil. Meinst du, es ist nicht schlecht? Sündebräu. Weiße Elster, Pale Ale, nicht schlecht. Ja, aber wir können, glaube ich, schon mal so zwei, drei Sachen können wir schon mal durchgehen. Ich glaube, wir können ja mal hinten anfangen. Ist einfacher, weil es dann den Anfang des Jahres weiß ich auch nicht mehr so richtig. Ich habe keine Ahnung mehr. Also angefangen irgendwie mit der Kinotour, da hast du ja mit Niki auch einen Podcast drüber gemacht. Das war schon eine Nummer. Ich habe da ja nur so vier Termine mitbekommen, aber naja,
da kann man, glaube ich, schon mal so ein bisschen sagen, dass es nächstes Jahr weitergeht. Definitiv, ja. Ja, und das auch die Nachfrage und auch nachher so, oh Mist, ich habe keine Karte mehr bekommen, jetzt ärgere ich mich nochmal mehr. Das ist ja irgendwie, ja, das verstehe ich dann auch überhaupt nicht wieder. Ja, ist eigentlich total geil, weil im Endeffekt ist es ja so, es gibt in so vielen Bereichen, gibt es irgendwo Spots, wo du dich mieten kannst, sage ich schon, treffen kannst oder sonst was. Beim Triathlon gibt es nur die Wettkämpfe irgendwo und ja. Sonst gibt es da irgendwie keine Veranstaltung, außer mal irgendwie die Sailfish Night, das ist einmal im Jahr, die ist immer in Langen. Wenn du halt in München oder in Berlin wohnst, weiß ich auch nicht, ob ich dafür nach Langen fahren würde jetzt immer. Da ist schon ein Anreisehotel nehmen und. Machen sicherlich auch welche, aber das war eigentlich so im Endeffekt, das haben wir, glaube ich, im Podcast letztes Mal gesagt oder so angeschnitten mal, was ich einfach total cool fand, dass es in ganz vielen Städten was gab. Und wir wollen das natürlich ausbauen, können nicht jede Stadt auch irgendwie mitnehmen, sondern wir gucken, dass wir irgendwie jede Region abdecken. Und dass es da einfach so ein bisschen was gibt für Triathlon, wie das jetzt konkret aussehen wird, ob wir wieder so viel Blödsinn versuchen zu reden, ob wir mehr Filme zeigen, sonst was, das steht alles in einem Stern, lassen wir euch dann wissen. Wir wissen nur, dass es weitergeht und wir haben einfach mega Bock drauf, den Triathlon überall hinzubringen und vor allen Dingen mit den Leuten zusammenzukommen, weil es einfach ein mega angenehmes Publikum war, unfassbar genial. Wer also den Content und unser Gelaber und sonst was hier hört. Und das war für mich das Beeindruckendste und das Coolste und auch die größte Motivation zu sagen, ey klar, machen wir das weiter. Und mir ist dann auch scheißegal, ob da 50 Leute, 100 oder 200 Leute sind. Es ist einfach geil, dass die Leute es cool finden, da hinkommen wollen und ja auch dann Tickets relativ schnell weg waren. Und wir wussten es ja überhaupt nicht, wird das überhaupt angenommen, ist das eine Schnapsidee. Und das ist eigentlich das Geile, dass so dieses große Thema Triathlon irgendwie Leute zusammenbringt. Und egal, auf welcher Form, ob es jetzt ums Bier trinken geht, zusammen quatschen, ob es zusammen Film gucken geht oder einfach einen Abend rund um Triathlon. Und das fand ich halt das Geile. Ja, das war also voll, also das war mega cool. Was ich auch irgendwie, also ich hoffe dann auch, dass es nächstes Jahr dann mitten im Kino in Köln auch ist, natürlich. Im Kino mieten wir keinen, in Köln mieten wir keine Kinos. Ah, richtig, ja. Wir haben übrigens jetzt die Rechnung aus Koblenz bekommen. Scheiße. Das hat Niki ja schon bezahlt. Ah, okay. Ja, also was ich habe das auch noch mal so für mich festgestellt, worum es ja uns immer so geht und das ist ja auch unsere Motivation und ich glaube, es ist auch vom Niki und vom Jan irgendwie die Motivation, ist ja irgendwie den Triathlon in Deutschland irgendwie cooler zu machen und da noch mehr rauszuholen, was da drin ist, im Sinne von den anders darzustellen als immer nur, ja, Wettkampfberichte und sowas. Das finde ich echt super cool und ich glaube, dass uns das, oder das hat mir die Kinotour auf jeden Fall schon gezeigt, dass uns das echt gelungen ist. Ich glaube, cool machen ist das falsche Wort. Es ist irgendwie so ein bisschen, der Sport ist ja irgendwie auch ein Lifestyle. Und trotzdem ist es natürlich so gewesen, dass es in den meisten Medien irgendwo darum geht, wie in jedem klassischen Medium, okay, was gibt es für Rennen, was gibt es da für Ergebnisse, was machen die Profis und was gibt es Neues am Materialhimmel. Also sprich, im Endeffekt ist es ja das, was, oder die Magazine, das Schöne ist, dass wir da ja komplett unabhängig sind. Und jeder sagt immer, die machen unabhängige Tests in Magazinen oder sonst was, aber im Endeffekt, wie finanziert sich LOL. Ja, wie finanziert sich so ein Magazin oder warum zeigen die, was es für neue Einteiler, Laufräder, Fahrräder gibt, weil die dann natürlich hoffen, dass die Brands eben im entsprechenden Magazin Anzeigen schalten, wo dann eine halbe Seite, keine Ahnung, 4.000 bis 6.000 Euro kostet und damit, klar, die müssen sich auch irgendwie finanzieren, wir müssen uns auch irgendwie finanzieren, wir haben jetzt eine coole Möglichkeit gefunden, eben über Trainingspläne ein bisschen was wenigstens zu bekommen, aber wir sind halt da komplett unabhängig. Oder wenn ihr unsere Hoodies kauft, sowas, da könnt ihr uns mit uns supporten und wir müssen nicht irgendwo von irgendeiner Brand, die wir selber nicht cool finden, was zeigen. Oder heute zahlt mal der die Seite oder das Video und mal der andere. Und das ist eigentlich eine richtig geile Sache. Und das heißt, wenn wir Tests machen, sind die halt auch, ja. Also ich will jetzt niemandem vorwerfen, dass keiner irgendwie unabhängige Tests macht oder sonstige Geschichten. Aber natürlich ist, wenn jetzt wieder drei Seiten drin sind, welche neuen Laufschuhe oder Einteiler oder Laufräder es gibt, ist die Intention von so einem Magazin immer natürlich auch, dass irgendwie diese Brands dann natürlich auch mal eine Anzeige schalten. Ja, also ich meine, da muss man ja gar nicht nur in Triathlon schauen, das sieht man ja auch, sag ich mal, kauft ihr mal irgendwie eine Autozeitschrift. Ja, überall das Gleiche. Es ist ja auch völlig legitim und jeder muss sich ja auch irgendwie finanzieren, damit man coolen Inhalt rüberbringen kann. Finde ich auch total in Ordnung. Und ich freue mich einfach nur darüber, dass wir das schaffen, ja. Dass halt was eigenständig eben hinzubekommen oder ich fand auch super cool, wie Pushing Limits das auf Hawaii gelöst hat, ja. Dass sie einfach gesagt haben, die Show wird präsentiert von und dann kamen eben die Sponsoren hatten Sichtbarkeit,
Aber es geht nicht um das, irgendwie das Produkt vom Sponsor zwanghaft irgendwo platziert werden muss. Und das gibt ja halt eine Neutralität und auch eine Freiheit. Und das finde ich halt geil. Und das ist vielleicht das, was du mit diesem Begriff cooler auch meintest. Oder nee, das ist einfach. Also, mir geht es auch einfach darum, ja, das war jetzt auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber es geht mir auch einfach darum, dass Leute zusammenkommen. Ja, ja, also, genau, aber das sei ja, dass wir einmal das haben und natürlich dann, dass irgendwie was entsteht, dass es eine Community ist, dass es Triathlon Lifestyle ist eigentlich. Ja, und dass es eben nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten geht. Wie auch immer. Also ich will das auch nicht zu negativ irgendwie darstellen, aber ich finde das total toll, weil das ist auch das Feedback. Und was ich auch schön finde, ist, darüber lernen sich auch Leute kennen. Ja, und die finden dann irgendwie wieder Trainingspartner, also das ist ja auch unser Crew-Gedanke irgendwie. Und das freut mich halt total, weil das ist ja auch das, was wir immer gelebt haben hier in Köln mit den Jungs. Und das werden wir auch immer weitermachen, ja. Deswegen heißt das Ding ja so. Ja, und das ist toll, dass sich das weiterträgt. Und das, oder Mädels dann irgendwie Hawaii auf dem Rad gucken und auf der Rolle, wie war das, auf der Rolle da irgendwie zusammen da hocken. Und das haben wir auch schon mal gesagt. Das sind ja einfach so Sachen, wo ich denke, ja, das sind coole Anstöße. Ja, auch alleine, dass dann die Leute auch das geil finden und auch dann Triathlon Crew Hamburg Hoodie kaufen oder sonst was. Also, ja. Das finde ich halt einfach geil. Und das ist ja genau das, wo wir auch hin wollten, dass es nicht nur die Triathlon Crew Cologne gibt, sondern dass es in jeder Stadt eine Triathlon Crew gibt. Und ihr müsst nicht irgendwo im Verein sein oder miteinander trainieren, aber wenn ihr so einen Hoodie anhabt, wisst ihr, der andere macht auch Triathlon und findet es auch cool und ihr habt irgendwie schon Gesprächsthema und ihr könnt den einfach mal anhauen. Und das ist ja irgendwie geil. Ja, oder wo überall schon jetzt die Hoodies und T-Shirts auch waren und wo die Leute Fotos damit gemacht haben, das fand ich auch irgendwie total cool, ne? Also das ist auch ist so, man steht dazu, man nimmt das mit in Urlaub oder so und man macht damit ein Foto. Das macht echt Laune. Ich habe langsam ein Problem, mein Kleiderschrank ist nur noch schwarz. Ja, das stimmt. Ja, du hast jetzt 7 oder was? 6? Bist du verrückt? Also eine Stadt habe ich ja wohl nicht. Ja, das ist richtig. Die hast du verbrannt, ne? Direkt in die Altkleidersammlung getan. Habe ich bei den Niki im Auto liegen. Ja, ich habe noch Rubens Hoodie. Ruben, den kannst du bitte abholen. Den kannst du bitte mal abholen. Kommst du mal endlich vorbei, der blockiert hier. Den habe ich auch extra nicht gewaschen. Den hab ich immer zu den dreckigen Socken gelegt. Sehr gut, Kinotour abgehakt. Genau. Das Thema haben wir ja schon ausführlich besprochen im letzten Podcast. Eine Stunde 40 nur. was war eigentlich davor? Gute Frage. Also, wir haben viele Videos gemacht. Ja, wir haben echt nochmal ordentlich teilweise nachgeliefert. Viele coole Themen auch irgendwie dabei gewesen. Mir würde es aber keins total herausstechen. Ich hoffe, dass jetzt nochmal so ein paar Highlights kommen. Wir haben ja jetzt. Doch, ich weiß eins, die Leistungsdiagnostik 2.0. Ja, das stimmt. So, dass wir da jetzt ein Tool haben, was online ist, was vernünftiger aussieht und ihr keine dumme Excel-Tabelle mehr runterladen müsst. Ihr müsst über einen Dropbox-Link. Ja. So, dass es da jetzt was gibt, das hat mich mega gefreut und da sind wir auch dran, dass wir noch weitere Tools für euch bauen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Lauftool kommt bald, wir sind noch nicht ganz dran. Wir haben, Sebastian hat auf dem Weg, wo er das Lauftool baut, ist ihm noch eine andere Idee gekommen, die ein bisschen einfacher umzusetzen ist, die ihm aber auch hilft, das Lauftool zu bauen und das wird sogar noch eher kommen. Jetzt habe ich es selber schon nicht mehr verstanden. Hast du? Soll ich es dir nochmal erzählen? Du hast auch gerade dein Handy in der Hand und nicht zugehört. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Ich glaube, die Leute haben es verstanden. Also, es wird noch ein Tool geben vorm Lauftool. Ja, ach so, jetzt habe ich es. Ich hab den Leuten erzählt, dass das jetzt nicht vorgesetzt worden ist, sondern auf dem Weg, um das Lauftool zu bauen, ist dir die Idee gekommen. Höchst interessant. Also, ich habe mich mit dem ganzen Thema Laufen nochmal unter einem großen Projekt im Laufen nochmal mehr beschäftigt. Aber wir wollten ja nicht über die Videos reden, die jetzt kommen. Ja, aber das können wir jetzt schon mal kurz ansprechen, weil wir kriegen unter jedem neuen Video 8 Kommentare, wie weit das Lauftool ist. Also das kommt. So ein kleines Update das kommt, jetzt auch im Podcast, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Dreht ein bisschen drüber. Also über das neue Tool. Also das Problem war einfach, ihr wisst ja, so das Laufen, das werde ich auch in dem Video nochmal beschreiben, setzt sich ja im Grunde aus drei Parametern zusammen, der VO2max, der prozentualen Ausschöpfung der VO2max und der Laufökonomie. So, Laufökonomie wird einfach durch Sauerstoff bei einer gegebenen Geschwindigkeit gemessen. Das wird schwierig. So, was wir aber, glaube ich, machen können, ist, wir können eine VO2max simulieren und wir können darüber dann auch über ein Modell so eine Schwelle simulieren und darüber auch eine Laktatbildungsrate und so weiter. Und da werde ich mir noch was einfallen lassen, wie man das am besten dann macht, weil wenn ich das ja dann mache, dann soll es auch vernünftig sein. Das zeigt ja als auch die zweite Version der Raddiagnostik. Also die Werte sind ja echt top. Klar gibt es auch immer wieder Ausreißer, Leute, das habe ich aber auch im Video gesagt, mit einer sehr hohen Laktatbildungsrate oder mit einer sehr niedrigen. Die kriegst du dann dadurch nicht abgerufen.
Ja, weil wir es ja einfach auf Grundlage von der großen Datenbank haben von uns. So, und dann war ja noch die Frage, wenn man das jetzt so wie beim Radfahren macht, da kam ja auch häufig die Frage, wie kann man das jetzt, wenn man keinen Smart-Trainer hat oder das gar keine Rolle fährt, kann man das auch draußen machen. So, und das heißt aber erst einmal, das Laufen wird ein Feldtest sein. Es wird kein Laufbahntest sein. Damit, also es wird jetzt kein Rampentest oder sowas sein, da war ich direkt mich dagegen entschieden, weil das im Laufen keine Praktikabilität hat, im Sinne von, das kann dann kaum einer umsetzen. Plus die meisten Laufbänder können ja in Fitnessstudio gehen nur bis 20 km/h, klingt super schnell und das ist ja auch super schnell, aber es gibt genug von euch, die laufen mal bis 22, 23 km/h. Und ja. Und eine Track gibt es überall. Genau, deswegen, es wird ein Feldtest sein, aus zwei Strecken. Korn oder Maisfeld? Sorry, den konnte ich hier gerade nicht verkneifen. Ja, hau raus. Und in dem Sinne gibt es dann auch nochmal eine Überarbeitung der Raddiagnostik fürs Feld, nämlich auch. Ah, nice, ja. Das hast du mir nicht mal verraten. Doch, das habe ich dir. Da hast du wahrscheinlich am Handy gehangen. Touché. Und nein, also da wird es was geben. Und damit haben wir dann, glaube ich, demnächst echt ein breites Spektrum an Diagnostiken plus nochmal ein extra Tool. Da müsst ihr dann eine Diagnostik für machen oder könnt ihr auch einfach ein bisschen mit rumspielen. Das wird aber ziemlich cool und ich glaube auch das ganze Thema um dieses Extra-Tool, das wird richtig, richtig spannend. Seht ihr aber dann. Kommt im Video. Genau. Sehr gut, das war jetzt wieder eine Abschweifung in die Zukunft schon mal. Ja. Also ihr seht, wir arbeiten uns vor und zurück hier. Also aber Vergangenheit war auf jeden Fall Homepage, also mit dem Tool. Homepage, genau. Richtig cool. Definitiv. Dann auf jeden Fall die Pläne. Also ich sage nur 12 Wochen Blocktrainingsplan, wie viele Leute da von euch schon gelitten haben. Ja, richtig geil. Und vor allen Dingen auch so Kommentare, die jetzt in den letzten Tagen kamen, wo der eine es im Laufen durchgezogen hat und heute hat noch einer geschrieben, der hat es im Rudern durchgezogen, auf dem Ruderergometer. Und der hat bis zu 2,5 Stunden Liteinheiten auf dem Ruderergometer durchgezogen. Ich meine, das war so ein bisschen an der mentalen Grenze, aber er ist auf seine alten Tage so schnell gefahren, wie er gedacht hätte, dass es niemals mehr möglich ist. Ja, also das ist richtig auch das geil. Also es funktioniert auch in anderen Sportarten. Ja, ich glaube, der hatte sogar damals mir eine Nachricht geschrieben, was ich ja eigentlich nicht machen sollte. Ich antworte da nur noch selektiv, weil ich sonst auch nicht mehr schaffe. Alles unter YouTube. Aber das hatte mich echt interessiert und habe ihm auch gesagt, dass er uns da mal auf dem Laufenden halten soll. So, aber dieses ganze Thema, das ist natürlich mega cool, wenn jetzt auch die Leute schreiben, ja, 12 Watt Steigerung nach 4 Wochen oder so. Gut, das ist ja mal relativ, wenn man jetzt eine Saisonpause hatte und auf jeden Fall auch mal anders trainiert als sonst. Das war der, was ich reshared hatte, der statt 25 Watt Stufen 20 Watt Stufen genommen hat. Ach so, ja. Ach ja. Aber vielleicht hat er den Eingangstest auch so gemacht, dann ist es ja wieder vergleichbar. Ja, ist ja auch irgendwie am Ende immer interessant, wie es dann umgesetzt wird. Ansonsten, ich glaube, ich habe mir dann noch hier so, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ich müsste nachgucken. Wir waren in Berlin, das war aber ein bisschen früher, oder? Ja, das war noch früher, beim Nike Launch, genau, vom Max bis im Mai. Aber Kipchoge, also da kann ich mich bis heute super dran erinnern. Ja. Das war für mich ein Highlight, also der letzten Jahre im Grunde, wenn es da so darum geht, wen hat man kennengelernt irgendwie. Ja, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und wir können schon mal sagen, im Januar sind wir auch wieder bei einem Event. Werden wir euch aber auch entsprechend dann zeigen, natürlich. Genau. Ja, dann war Rot und Frankfurt. Ah, stimmt, das war auch geil. So, erst war Frankfurt, ne? Ja. Ja, erst war Frankfurt mit einem Highlight natürlich für uns, mit Tobi. Tobi. Der dann leider, habt ihr ja auch im Podcast gehört, auf Hawaii jetzt nicht das überragendste Rennen hatte, leider. Versuchen wir dann mal auszumerzen für nächste Saison. Ja, aber erstes Mal Hawaii und vor allen Dingen auch mit dem Brett in Frankfurt. So, ja. Da musst du ja auch erstmal irgendwie gucken, wie es dahin geht und die erste richtige Saison Langdistanz. Also ich fand es trotzdem richtig fett, was der Junge gemacht hat. Ja, natürlich. Hat. Also, das war so geil. Da war ich der allererste. Und dann natürlich war Rot für uns, glaube ich, auch ein super Highlight, wo ihr dann teilweise zu uns gekommen seid. Und wir dann schon gequatscht haben und erstmal so gemerkt haben, oh, wer seid ihr und was gibt ihr uns für ein Feedback? Das war echt super cool. Ja, das war eigentlich so das erste Mal, dass man so richtig irgendwie, außer dass einmal einer angequatscht hatte, der einen zufällig erkannt hat oder sowas, wo man dann mit wirklich vielen Leuten nochmal ins Gespräch gekommen ist. Das war wirklich genial. Und auch so irgendwie direktes Feedback bekommen hat. Das war, ja stimmt, das hatten wir auch noch gesagt, bei der Kinotour natürlich auch geil. Dass man mal mit euch direkt reden konnte und wir sehen einfach, wer seid ihr eigentlich und man mal auch Sachen nachfragt, weil wir stehen da immer vor der Tafel, vor der Kamera und wissen gar nicht, wer ihr seid und was da eigentlich so passiert.
Das war auf jeden Fall auch ein Highlight in Rot. Und in Rot fand ich für uns persönlich, war für mich ein Highlight auch. Das habe ich jetzt gerade, was ich gerade am Handy schaue, sind nochmal die Videos. Das ist auch einfach unfassbar, wenn du so durchscrollst, wie viele das einfach wieder waren dieses Jahr, wo gefühlt waren es gar nicht so viele. War natürlich unser Streckencheck, also dieses Wort, ne? Ah ja, ich geil. Stimmt, gute Erinnerung. Ja, das war richtig geil. Das war schön. Ja, ansonsten ja dein Projekt, ne? Wie fit wird man in 30 Tagen? Stimmt, das war eigentlich mein Highlight so dieses Jahr, weil ich damit selber nicht gerechnet hätte, dass ich in 30 Tagen da so ein Brett an Steigerung hinlegen kann. Ja. Mit halt so wenig Training. Also das war wirklich geil, dieses 30-Tage-Challenge. Und dann für mich natürlich in Verbindung, da haben wir jetzt wenig auf dem Channel gemacht, sondern eher auf Instagram. Habt ihr da die ganzen Stories gesehen, habe ich auch mal in die Highlights gepackt. Das St. Moritz-Ding mit Johann, das war für mich auch nochmal so ein Highlight. Also diese zwei Sachen in Verbindung sind natürlich auch der Grund gewesen, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe nochmal Bock, ich will es nochmal wissen. Absolut. Ich mache nochmal Ironman Hamburg nächstes Jahr. Dann fing die Vorbereitung an und alles war rot in Training Peaks, ich war eigentlich nur krank. Also dieses Jahr war halt doch ein bisschen viel, so die normale Arbeit und diese ganzen Channel-Geschichten und Reisen auch dafür, was wir halt alles ja nebenher machen. Ja, das hat sich jetzt ausgezahlt und mein Körper hat sich nochmal die Ruhe zurückgeholt, die er haben wollte. Aber jetzt läuft sie da. Seit einer Woche ist alles grün. Ja, heute haben wir dann nochmal nachgeliefert. Ja, ne? Mache ich auch nochmal ein Video jetzt drüber. Ne? Also mal die erste grüne Woche, so ein Update-Vlog. Den filme ich morgen auch. Ja, nee, das hat man auch gemerkt. Ne? Also ich glaube insgesamt, das kann ich schon mal sagen, dass der Channel ja uns auch irgendwie geholfen hat, wieder so ein bisschen mehr Spaß am Triathlon zu finden. Also, ja, und auch wieder mehr zu machen. So, ne? Das Geile ist, dass man sich auch so ein bisschen verpflichtet fühlt, dass man nicht so eine totale Speckwurst wird. Ja. Weil dann denkt man auch so, ja, okay, dann können wir den Scheiß auch lassen, weil die Leute glauben uns eh nicht, was wir hier machen. Also ich war ja... Das ist schon geil gewesen, ja. Also ich war jetzt, ich bin auch echt wieder motiviert. Und da jetzt auch das Laufen langsam auch wieder kommt, bin ich echt, also mal gucken, was da noch so geht nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ja. Also das ist aber schon mal auch euch zu verdanken, weil ich sag mal so, wenn dieses ganze Feedback nicht gekommen wäre, und das ist ja auch eine Motivation, sich immer nochmal, ich meine, beschäftige mich ja eh viel mit den Themen, aber dann nochmal mehr, was kann man noch rausholen und was kann man irgendwie darstellen, dass es verständlich ist und so weiter. Das motiviert mich teilweise auch echt nochmal richtig heftig. Ja. Einfach in der ganzen Sache noch besser zu werden und es auch wieder selber zu machen. Ja, die selber machen, das ist für mich halt auch so geil, weil das Feedback ja für die 12-Wochen-Pläne im letzten Jahr so gut war und dass dann Leute schreiben, die machen damit eine 8,40 oder 9,06 oder unter 9 oder 39 oder so, oder einen krassen Sprung. Das ist für mich irgendwie so voll geil, weil ich jetzt ja auch die Pläne mache und so ein bisschen auch dann voll Vertrauen schon drin habe. Und einfach die Dinger jetzt abspulen werde. Mal gucken, was dann rauskommt oder wie ich es schaffe oder was mir in den Weg kommt. Aber ich habe halt so Bock, diese Pläne, die jetzt ja von euch schon echt viele gemacht haben, selber zu machen und zu gucken, was kommt bei mir raus einfach bei dem Ding. Und das ist einfach richtig geil. Also ich bin mega gespannt, nicht nur, was am Ende dann in Hamburg rauskommt, weil das ist halt der eine Tag. Aber allein diese ganze Reise, jetzt mal wieder regelmäßig zu trainieren, man muss auch wissen, so diese 906 in Rot damals, die habe ich gemacht, wir haben viel trainiert, aber ich habe vielleicht 6 Wochen nach dem Plan trainiert. Ja, war viel Schrott. Ich war, wir wussten noch nicht viel und ich war immer so ein bisschen die Trainingsschlampe von allen, also die Leute haben mich immer angerufen, Nick, ich trainiere heute das, ja okay, ich komme mit. Also sprich, ich habe noch nie über einen Zeitraum, also außer im Schwimmen früher, aber ich habe noch nie im Triathlon wirklich mal über einen Zeitraum von mehr als 10 Wochen nach einem Plan trainiert. Ja, hast du bisher ja auch noch nicht gemacht. Bis jetzt auch noch nicht. Aber ich arbeite dran. Ja. Aber ja, das ist für mich halt einfach eine richtig geile Reise und da war auch diese 30-Tage-Challenge, der 4-Wochen-Hit-Block-Plan und auch die krasse Steigerung, die ich da einfach erlebt habe. Das war wirklich geil. Das war auch geil. Das war ja 30 Watt an der Schwelle. Ja, das war Alter, aber auch. Und 5 Liter. Ja, das war halt aber auch geil, dich dabei zu beobachten. Weil du bist dann ja jemand, du bist ja leicht zu begeistern. Ja, sehr leicht. So, das ist ja immer so Fluch und Segen bei dir. Aber bei der Nummer war das halt echt so, dass man gesagt hat, ey, ich merke das. Es geht immer weiter nach vorne. Alter, ich rock gleich alles. Ja. Ey, ich habe Johann im Training abgezogen. Ja, bei den 30-15ern, genau. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, so, oh, da ist wieder jemand heiß.
Und dann habe ich schon geahnt, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommt. Oder auch Freddy, ich meine mit seinem Marathon. Ja, genau das. Der läuft nächstes Jahr, will auch nochmal 2:45 angreifen. Auch so geil. So, und, stimmt, das war eigentlich auch nochmal ein Highlight. Und der hat ja, dass auf einmal Freddy durch diese Videos auch wieder sich so motiviert hat, dass er gesagt hat, ey, ich laufe nochmal einen Marathon. Also hier, kann ich nicht den Marathon dann machen? Sau geil. So, und dann aber auch in Köln abbrechen muss wegen seiner Verletzung und dann halt so angefixt ist. Ja. Und das hat ihn so geärgert, weil es ja auch ein Video gab und so. Dass er dann in Frankfurt nochmal nachgeliefert hat. Das ist auch so geil. Ich hab gesagt, so, ey, Freddy, so ist es halt, ne? Nein! Scheiß drauf. Nein! Ey, der hat das Statement dann auf einmal wieder ganz solide runtergerockt nochmal fürs Video, aber der war echt so, fuck! Nee, das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ja, ja, er kann es ja auch nicht. Aber, nee, das ist so auch insgesamt bei uns, ne, in der Firma und so. Auch, ich meine, das finde ich auch toll, ne, wenn dann irgendwie Leute kommen und auch Lukas ansprechen, den man ja mittlerweile auch kennt, oder Yannick. Ja, ich finde das voll cool, was er da macht und so. Das ist ja auch für die eine super Motivation. Und ich finde, das ist ein positives Feedback. So insgesamt auch, ich meine, klar, das sind ja immer mal 5 Leute, die irgendwie alles blöd finden, aber da gucken wir ja nicht drauf. Das darf man halt auch irgendwie nicht machen. Und auch wenn es schwer fällt, hatten wir die Tage ja nochmal so einen Fall, aber egal. Ja, mir ist das wirklich egal immer. Und ja, aber das ist ja echt eine Riesenmotivation und wie gesagt, dafür so, boah, vielen außer, Dank. Du, jetzt weiß ich, wie das, du meinst diesen Kommentar. Schade, warte, boah, den suche ich jetzt raus. Den nenne ich auch namentlich. Ist mir auch scheißegal. Warte, ich das, fand ich, sagen. Das fand ich halt einfach frech. Ja, das also, was heißt frech? Sachen. Ist ja nicht schlimm, wenn man was nicht mag oder so. Aber es ist halt einfach ja, so. Wolfgang Christel. Ich lese ihn vor. Schade. Aus einer wirklich netten und informativen Seite wird mehr und mehr die übliche Abzockertour. Alter. Bevor man so viel für ein 12-Wochen-Standardplänchen zahlt, kann man sich auch für etwas mehr als die Hälfte das Buch von Herbert Steffni Optimales Lauftraining kaufen und hat daneben detaillierter Zusatzinformationen zig Pläne für 5 Kilometer bis Halbmarathon. Krass, ich sehe gerade erst, dass voll viele Leute darunter kommentiert haben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also du hättest da gar nicht drauf schreiben, antworten müssen. Ja, aber da musste ich einfach mal einen langen Kommentar schreiben, weil das war, also mich hat überhaupt nicht, wenn irgendwer was nicht blöd findet, die Pläne nicht gut findet, sonst was, ich finde das überhaupt nicht schlimm. So, das Wort Abzockertour, tut mir leid. Das kann auch wer sagen, aber Abzockertour ist halt für mich so, oder die übliche Abzockertour, das ist sogar das Geile, weil das Ding ist doch, wir haben unser ganzer Content ist doch weiter kostenlos und wir verpflichten doch niemanden, dass er einen scheiß Trainingsplan kauft. Was ich halt auch so dazu sagen will, das hast du ja auch geschrieben, das fand ich auch nochmal gut. Die ursprüngliche Idee, einen Trainingsplan mal auf Training Peaks zu veröffentlichen, also da haben wir mit $4.95 angefangen, was der günstigste Preis war, weil jemand geschrieben hat, könnt ihr die Pläne nicht mal irgendwie anbieten auf einer Plattform oder sowas. Ja. Ne? So, das war ja die ursprüngliche Idee. Es ist ja, also so, und dann nicht nur die ursprüngliche Idee, auch jetzt die Marathonpläne, so, das sind ja auch Sachen, wo uns die Leute schreiben, dass die Bock drauf haben. Ja, das meine ich ja. Und für uns ist es halt einfach genial, dass wir wenigstens, ich meine, das habe ich ja da auch geschrieben, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, aber klar, die Zeit dürfen wir nicht gegenrechnen, die wir dafür machen. Dafür machen wir es aber auch zu gerne, weil es einfach geil ihr ist. Ihr wisst ja, jeder Toilettengang. Und wir, ja, genau, Kommentare. Und wir einfach mega Spaß dran haben auch. Das muss man ja auch sagen. Ist ja auch alles cool. Nur haben wir natürlich auch laufende Kosten über Schnittprogramme, Kameraequipment, Podcast-Equipment, sonst was. Ja. Und wenn wir darüber ein bisschen was wieder über die Pläne verdienen können, ist es so geil, weil wir dann ja auch einfach diese Unabhängigkeit auch behalten können und wir behalten auch die Motivation und können es euch weiter kostenlos anbieten. Und das ist einfach was, was ich mir super gerne einfach auch erhalten möchte. Klar. Diese komplette Freiheit. Ich meine, wie oft wurden wir jetzt schon für einen Marken angeschrieben, könnt ihr das Produkt zeigen, könnt ihr das Produkt testen oder sonst was? Ja, wir haben es ja auch in Rot schon gesagt, wir wollen es nicht machen. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal Produkttest. Was weiß ich, aber es ist halt bislang so gewesen und es wird auch bei uns weiter so sein, wenn wir Produkte oder irgendwas auf dem Channel zeigen, dann sind es die Sachen, die wir selber jeden Tag irgendwo im Training nutzen. Die wir eh schon immer hatten. Die wir immer gekauft haben und auf die wir Bock haben und die Marken, die wir einfach geil finden. So. Und das ist einfach für mich der allergrößte, sag ich mal, Luxus in diesem ganzen Ding. Dass wir jetzt nicht, okay, oh fuck, jetzt haben wir so viel Zeit investiert in den Channel, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir auch nochmal 2 Euro damit verdienen, weil wir haben da jetzt echt was für ausgegeben und dann das kostet das oder, also im Endeffekt, selbst dieses Podcast-Ding, keine Ahnung, wer es weiß, aber um das hochzuladen bei SoundCloud allein, das ist nicht viel Geld.
Aber allein nur um diese Dinge, diese Distributionsplattform Soundcloud zu haben, zahlst du auch, glaube ich, 12, 13 Euro oder sowas im Monat, um ein paar Podcasts hochzuladen. Ne? Das ist ja alles nicht schlimm und wir machen es mega gern, aber das ist dann so, wenn du so einen Kommentar dann liest, dann denkst du so, oh, ja, muss das sein? Das war eigentlich nur meine. Einer war noch da drunter, den hast du aber gelöscht. Das war auch gut. Ich glaube, sonst wäre ich kollabiert. Der meinte, kann einer mal den Plan, der den Plan hat, kann der mal jemanden einen Screenshot machen und mir schicken, kriegt er auch einen Zehner für. Also, da, was ist mit den Leuten los? Vor allem, der hat auch Training Peaks nicht verstanden, ne? Ja. Der sollte vielleicht auch noch erstmal fragen. Also, wenn dann auch noch jemand eine Vierer-Schwelle hat, dann bitte jede Einheit, damit ich auch genau weiß, was ich zu tun habe und zu lassen habe. Also, das ist. Oh, wir müssen jetzt aufhören, weil hier schreibt ja schon eine Rechtfertigung ist unnötig. Jetzt rechtfertigen wir uns schon zum zweiten Mal. Ja. Nein, aber im Endeffekt, ich will gar nicht, dass es so auf diese Rechtfertigungsschiene kommt. Aber es tut halt auch manchmal weh. Also, wenn ich sowas lese, das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ich dachte so, boah, Alter. Ja, du bist da ja noch ein bisschen. Also, ne, ich bin da ja relativ unempfindlich, ja, aber da hat es mich, das ist ja auch das erste Mal, dass ich auf sowas wirklich reagiert habe. Das hat mich echt getriggert. Für mich war dieses übliche Abzockernummer, das hat mich getriggert. Ja, weil ich meine, wenn ihr mich triggern wollt, dann wir machen das aber häufiger alles, aber das nun wirklich nicht. Nee. Also, ne, egal. Gut, ja, aber wir, haben wir das. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen im Plan, dann kann man das vielleicht vorwerfen. Genau. Wir haben noch ganz viele Produkte. Super geile Produkte nur für euch. Haarwachsmittel oder so. Oh, oder so, was können wir noch machen? Irgendwie. Wir müssen irgendwann nochmal. Ach, wir können uns. Lass uns bitte mal. Irgendwas den 1. April werden wir uns anholen. Geil, dass wir die gleiche Idee haben. Wie gut. Ja. Wie gut. Ja, da müssen wir uns irgendwann so unerwartet. Das müssen wir auch so gut lancieren. Teleshopping. Das müssen wir gut lancieren. QVC von TCC. Richtig gut. Oh, Nick, was hast du denn da? Ja, das ist der neue Master 3000. Ja, das ist eine Creme. Wenn du Schwimmabdrücke hast, kannst du das auftragen. Gegen Panda. Oh, ey, das wäre aber eine super Idee. Ja, dass du nicht mit Panda-Augen in die. Können wir ein Startup gründen? Lass mal nach Berlin gehen und ein Startup gründen. Oh. Ja, so, genug gerechtfertigt. Ja. Der musste jetzt einfach noch raus. wollen wir einfach so diesen Rückblick, jetzt Rück- und Vorblick, ich habe ja auch schon gesagt, es ging ja gerade so ein bisschen um mein Projekt. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es jetzt durchziehen kann und mal wirklich lang am Stück trainieren kann und ich habe auf das Ding wahnsinnig Bock. Finde es super genial, dass ihr auch Lust habt, da den Weg zu verfolgen. Also ich höre eigentlich immer nur, wenn Nick davon erzählt, höre ich immer nur Hawaii-Quali. Ja, aber eigentlich nicht, ne? Weil ich war ja schon auf Hawaii und ich habe es dir, also mich sprechen da echt so viele Leute drauf an. Ja, nicht als Athlet. Ja, doch. Ja, ich war nicht als Athlet da, aber ey, ich stand da am Rand und habe Fotos gemacht und dabei habe ich so bitterböse geschwitzt, dass ich mir gesagt habe, never ever, ey. Und dann, oh Gott, nee, ich weiß es nicht, wenn es passiert. Ich glaube, dann schlafe ich eine Nacht drüber und entscheide dann. Standpunkt jetzt, sage ich nö. We will see. Ja. Erstmal muss man sich überhaupt für so ein Ding qualifizieren, weil die Leute sind mittlerweile so schnell. Ja. Was du nicht vergessen darfst, ist ja, dass noch ein paar mehr wahrscheinlich in Hamburg mit unseren Plänen starten. Ich wollte gerade sagen, die haben ja alle den gleichen Plan. Und wahrscheinlich haben ganz viele schon noch nicht so viele rote Einheiten drin wie ich. Ja. Ja, gut. Aber was mich beruhigt, waren ja die Kommentare, als ich meine Schwimmeinheit am Freitag veröffentlicht habe, wie viele Leute darauf geschrieben haben, boah krass, und das im Dezember schon. Und ich dachte so, Alter, das war richtig langsam. Ja gut, das ist einfach ein anderer Standard, das ist okay. Ja. Aber es war 25 Meter Bahn. Ja, also immer Wände, ne? Die Wände kannst du noch. Ja, das ist wirklich so. Also für alle, die es nicht wissen, ich komme ja vom Schwimmen ursprünglich, das heißt. Hast du noch nie erzählt. Ja, aber so die Wände, da konnte ich auch immer früher, wenn der Zeller noch so ein bisschen stärker war, an der Wende konnte ich mir eine Sekunde rausholen. Ich habe eine gute Übergangsphase vor allen Dingen, habe ich. Ja, trotzdem. Das war, wenn ich wollte und schnell gewendet habe, dann du warst ein Stück weg, da bin ich immer wieder schön auf der Welle gewesen. Du musst ja auch immer 10 Zentimeter weniger schwimmen als ich. Weil du so klein bist, ne? Ja, du bist auch immer schneller dran. Wollen wir mal über die Schwimmzeit reden, wie lange das dauert? Und dann reden wir über das Laufen und Gewicht da. Spielt keine Rolle, kann ich. Das rechne ich dir aus. Sieht man an Jan Frodeno. Genau. Der ist genauso groß wie du. Ja, ist er auch. Hat nur halt die Hüfte eines 12-jährigen Jungen und nicht wie ich einen fetten Arsch. 12-jährigen Jungen. Oh Mann. Ja, was wiegt der? 76 Kilo? Ja, könntest du auch wiegen. Das liegt nur an dir. Ja. Was habe ich gerade gegessen? Pasta, Pizza und Bier. Achso, verstehe. Ja, nicht.
Also drei Salatblätter und eine halbe Tomate. Quinoa und Rotwein. Nee, das haben wir doch, wann war es gestern in der Story bei Wout van Aert gesehen? Oh, die Jungs machen mich Hashtag fertig. The Nutrition Coach. So vier, so in ganz kleine Stückchen geschnittenes Hühnchen. Nee, Fisch, oder? Nee, es war Hühnchen. Ach so. Ja, Kip. Das ist Hühnchen auf Holländisch. Oder Belgisch, keine Ahnung. Also vier so ganz kleine Slices Hühnchen, eine Tomate aufgeschnitten und gegrillt und so ein bisschen Brokkoli-Stampf und das war's. Brokkoli-Stampf. Ja. Krass. Wahrscheinlich nach so einer 200 Kilometer Ausfahrt. Genau. Ja, geht schon ab. Ja. Okay. Was machen wir noch dieses Jahr außer mein Projekt? Dieses Jahr, sage ich schon. Nächstes Jahr. Trainingslager. Darauf freue ich mich schon richtig. Ja, richtig Bock drauf. Ist mittlerweile voll. Ihr müsst wissen, Zeller hat auch, ich weiß es gar nicht ganz. Ich muss ja mal Daniel, ich glaube, wir haben noch ein Doppelzimmer oder so. Ein Doppelzimmer ist, glaube ich, noch frei. Ein Doppelzimmer ist noch frei. Wer will da rein? Ding, 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 ding. Kommen Sie jetzt. Jetzt wollte ich so eine coole Teleshopping-Ansage machen, das fällt mir nichts Cooles ein. Du hast schon so einen mobilen Laktatmesser geholt, wie das die Norweger geil. Haben. Ne? Das wird geil. Also, ja, wir werden euch so hart am Berg vermessen und so. Eigentlich freut Sebastian sich am meisten so drauf. Ja, heute fahren wir K3 den Berg hoch, dann kommt ihr oben an, stechen wir euch ins Öhrchen, im Laktat ab. Zu schnell. Nein, eigentlich soll der Lukas. Zu hart. Nee, Lukas soll ja auch immer so, also Lukas wird mitkommen. Ja. Und der soll ja auch beim Laufen einfach so aus dem Gebüsch springen. So, Kontrolle. Das ist geil. Das sind 2 Millimol, das ist zu schnell für den Dauerlauf. Boah, das wird so gut. Das wird so gut. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich bin auch echt gespannt. Man muss ja auch sagen, wir haben das ja selber noch nie gemacht, so wirklich im Feld. Wie es bei uns aussehen wird, bei mir. Ja, also ich fahre immer alles richtig. So wie heute, ne? Heute war lit. Ja. Für mich. Puls 140. Nee, 135. 130 bis 135. Oh, das war ich guck mal kurz. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe meinen Durchschnitt noch nicht geguckt, aber zwischendurch hatte ich so immer 95er Puls. Ja, du bist ja auch so ein Niedrigpulser. Du hast ja ein großes Herz. Ne? Ja, weil ich ein großer Typ bin, ne? Ja, ich halt nicht. Guck mal, ich muss noch hier die Smileys verteilen. Wie haben sie sich gefühlt? Gut, und es war eine 5. Speichern. 5? Ja. Alter. Ich mache immer in der Mitte den Smiley und eine 5. Ja, da. Tendenz der Mitte, das ist bei Fragebögen immer so ein Problem. Ja. Durchschnittspuls, Puls da. Oh, schätze mal meinen Durchschnittspuls heute. 110. Nee. Ja, sag. 2 Schläge daneben, 108. Oh. Soll ich gucken noch? Maximalpuls war 130. Das war mein Durchschnittspuls. Ja, guck doch auch mal. Und Minimalpuls war 74. Ja, ich hatte aber auch schon... Und also die Beschreibung du guckst nochmal, die Beschreibung war 2 Stunden 30, Trittfrequenz 80 bis 100 Umdrehungen, möglichst keine Kohlenhydrate vor der Einheit. In den letzten 1 Stunde 30 ausreichend Kohlenhydrate. Oh, ich habe nur die letzte Stunde ausreichend Kohlenhydrate genommen. Also ist deswegen der Puls so niedrig. Bei mir war es war richtig gut. Also das wollte ich nämlich eben nochmal sagen, als du von Rot damals angefangen hast. Ich würde sagen, dass ich bisher auch im Schwimmen noch nie so gut und kontrolliert trainiert habe. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich so unfit bin, dass wenn ich einmal drüber gehe, also das war ja früher nie ein Problem. Wenn du drüber gegangen bist, kamst du zurück. Bist du nochmal drüber gegangen, kamst du immer wieder zurück. Ja. Heute hatte ich Puls 125 im Schnitt. Ich weiß nicht, ob ich das früher überhaupt einmal hatte. 125? 125. Das ist für mich richtig, 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 richtig low. Mega. Ja. Dann war es ja doch 10 Schläge. Ja, dann ist doch alles okay. Also ihr seht, wir fahren, wenn da Lit draufsteht, Lit. Lit, ja. Schön Crosser, da ist die Geschwindigkeit auch egal, weil der Schnitt ist eh scheiße. Ja, und das haben wir heute auch noch gesagt beim Crosserfahren. Das war so geil, weil wir einfach mal wieder in Ecken von Köln waren, wo wir sonst nie hinkommen. Also mega geil. Immer rund um den Dom, ne? Ja. Schöner Dröhnchen. Von Bütchen zu Bütchen. Ja. Schon mal die Kölsch eingekauft für heute Abend. Ah nee, das war ja. Apropos, hast du noch Bier? Ich hab noch Bier. Ach, ich gehe mir nochmal eins holen. Ja, mir reicht auch eins heute. Ja, du bist ja auch hart gefahren. Und dann haben wir gerade noch Krafttraining gemacht. Pass auf, ich muss dir da eine Sache erzählen. Ja. Pass auf, ja. Ich war ja gestern früh shoppen. Ne? Mhm. Hat mir Gregor Buchholz geschrieben, dass er bis vor ein paar Jahren wirklich gedacht hatte, dass es heißt, dass man früh shoppen geht. Sorry, Gregor. Aber ich habe Tränen gelacht. Nein. Ja. Wie, dass du so eine Karte hast, dass du vor allem, bevor die Läden aufmachen, Early Bird shoppen. Alter, ich habe mich richtig totgelacht, als ich das gelesen habe. Ja, war nicht schlecht.
Wie gut ist das denn? In Köln heißt es einfach Kölsch mit Mettbrötchen. Frühstopp. Sorry, ich komme da gerade nicht drüber weg. Ja, sehr geil. Frühschoppen. Apropos Frühschoppen, ich hole mir jetzt noch einen. Ja. Also du musst jetzt noch ein bisschen erzählen. Ja, das ist immer das Gleiche, dass ich dann irgendwas mir aus der... Das ist doch ganz einfach. Du kannst doch den Leuten erzählen, was wir heute so beim Krafttraining trainiert haben. Krafttraining ist übrigens immer noch unser zweitmeist geschautes Video nach der Do-It-Yourself-License-Diagnostik 1. Da sollten wir nochmal mehr zu machen. Das gibt gute Views. Hier ist aber irgendein Störgeräusch. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, dein Handy. Sorry. Hat er wahrscheinlich jetzt schon seit einer Stunde oder wie lange wir auch sind. Nee, dann habe ich da gerade erst hingelegt. Also, ja, Krafttraining haben wir heute gemacht. Wir haben beide festgestellt, wir haben uns sehr vernünftig beide gesagt, lass mal richtig locker machen und gut aufwärmen. Da haben wir erstmal Mini-Tischtennis gespielt, weil wir haben in der Firma so eine Mini-Tischtennisplatte. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal mit ins Büro nehmen. Da wird der Arbeitsalltag auch zum Spaß. Und haben dann, was haben wir gemacht? Kraftdrücken, Klimmzüge. Da haben wir uns beide so ein bisschen gewundert, dass blamiert. Wir gar nichts mehr können. Bitte? Blamiert haben wir uns. Kreuzheben und Kniebeugen, Frontkniebeugen und Kreuzheben haben wir. Ja, und du hast mir beim Kreuzheben was Neues gezeichnet, zum Extraband noch. Ja, um die Gluteal. Muskulatur ja. Anzustarren. Dann bin ich eben die Treppe hochgegangen und dann tat mein Arsch wieder weh. Hab ich gedacht, ja super, das wird morgen ja schön. Ja super, aber morgen gehen wir nur locker schwimmen. Ja, stimmt. Ja. 11 Uhr. 11 Uhr an der Sporo. 11 Uhr Sporo, wer mitkommen will, kann kommen. Ja, ihr kommt aber nicht rein. Ja, vielleicht sind ja ein paar Studenten, die hören. Ja, wenn ihr Studierende der Hochschule seid, morgen um 11 Uhr. Aber die sind alle schon nach Hause gefahren für Weihnachten. Ja, stimmt. Ja. Und deswegen gehen wir ja auch morgen in der Sporo schwimmen, weil es so schön leer ist. Ja, hoffen wir es mal. Ja, das doch, 23.12. ist kein Schwein also, da. Also schwimmen wir eigentlich meinen Trainingsplan dann morgen, oder? Hast du überhaupt? Nee, du hast am morgen Ruhetag. Oh. Das haben wir doch schon gesagt, dass du morgen eine Ruhewoche hast. Ja, stimmt. Ich habe Ruhetag morgen. Aber so ein lockeres Schwimmen geht ja. Ja, irgendeine Pyramide oder sowas. Easy peasy. Ich hätte es gedacht, wie immer, 30 mal 100. Nee, da bin ich noch nicht. Also nicht 1,30, aber das schaffe ich gerade auf langen Bahnen. Nee, ich habe morgen Schwimmen. Oh, Du hast mir gedacht, dass du Ruhetag hast. Ich glaube, ich habe... Du hast das Rutschprogramm morgen, nee, oder? Sonntag ist Ruhetag. Nächste Woche Sonntag ist Ruhetag. Ah. Klar, das wusste ich ja. Ich habe den Plan ja auch geschrieben. Aber, also, das wird morgen... Oh, das wird hart morgen. Insgesamt 2200. Oh Gott. Das Geile ist ja auch, ich habe gelogen. Ich habe wirklich gelogen. Meine Woche ist nämlich nicht grün. Die zwei Schwimmeinheiten sind gelb. Ach so, ja, weil du immer weniger brauchst. Kürzer weil da eine Stunde drin steht und nicht nach 43 fertig. Du hast aber auch hier großzügig für 2,2 Kilometer eine Stunde eingeplant. Junge, ja, was ist denn los bei dir? Keine Ahnung. Es ist Bruttozeit. Mann. Mit Duschen. Ja, und Rutschen. Und abtrocknen. Also morgen schwimmen wir 200 beliebig ein. 10x50, 25 Technik, 25 Kraul. 100 locker, 3x400 Lit, 40 Pause, eine Minute Serienpause, 200 Ausschwimmen. Was? Ja, weiß ich auch nicht, was du da gemacht hast, das ist gar keine Serie. Was ist das denn? Junge, ich habe einen Fehler entdeckt in deinem Plan. Ja, oh. Hier, 3x400 Grau Lit, 40 Sekunden Pause, Serienpause eine Minute. Nein. Ach doch. Das ist 3x400 und dann ist 200 Ausschwimmen und dazwischen muss man noch eine Minute Pause machen. Nicht, dass man sich beim Ausschwimmen noch was verletzt. Da kann nämlich passieren. Beim Rücken Altdeutsch. Den Bandscheibenvorfall. Da ist dir was reingerutscht. Kann passieren. Ja, also wenn ihr noch so Fehler findet, bitte screenshotten und uns verlinken. Ja. Nicht verlinken, einfach schicken bitte. Nee, verlinken. Ich möchte, also ihr könnt Nick Stangenborg verlinken. Echt, wenn du 36 bitte Wochen... Bitte mach das so, verlinkt Nick Stangenborg, dann kann ich dir mal Screenshots machen, die Sebastian schicken und ihn ärgern, das wäre richtig cool. Schon wieder, guck mal, was du für ein Scheiß aber ich habe sonst noch keinen Fehler entdeckt, muss ich sagen. Das ist eigentlich erstaunlich. Das ist ja nur das so ist halt auch echt hart, wenn du 36 Wochen schreibst, es sind halt mal locker 72 Schwimmpläne, ne? Ja. Da machst du auch mal ein paar Fehler. Ach so, genau. Das muss ich sagen, die Schwimmpläne finde ich übrigens, ich meine, du weißt ja, was ich mag, aber die finde ich überragend. Also klar, ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen für mich einfach ein bisschen Umfang irgendwann hinzufügen, weil ich einfach sonst zu schnell fertig bin und nicht die Stunde voll machen will. Aber vor allen Dingen ist es so, dass
man einfach sich den Plan anguckt, wenn man sich in der Kabine umgezogen hat, und dann da hat man alles im Kopf und kann das abschirmen und muss nicht irgendwie einen DIN-A4-Zettel vollschreiben und dass man den abschirmen kann. Sowas hasse ich nämlich. Ich hasse, dass hier die Pest, wenn Schwimmkern unnötig verkompliziert wird. Das machst du auf dem Fahrrad auch nicht. So, oder beim Laufen. Ja, und wollte ich dir nur mal sagen. Danke. Ja, bitte. Ich hatte schon Angst, dass du da anfängst irgendwie so mit. Nee. 4x50 Minilagen, 4x50 Technik, 100 locker, Fingerpedals. 6x Fingerpedals, 400 Lagen, 200 Beine, in Rückenlage, mit Arm hoch. Da bin ich nicht für, ne? Ja. Das ist Quatsch. Ja, jo, das ist für Quatsch. Sich, ne? Ja. Bei 2x Schwimmen die Woche, da braucht man keine Abwechslung. Ja. Das werde ich übrigens, weil ja viele schon gefragt haben, was ich anpassen werde, ich werde einmal den Umfang ein bisschen erhöhen und ich werde wahrscheinlich auch dreimal die Woche schwimmen. Ja gut, du kommst ja vom Schwimmen, du brauchst ja auch ein bisschen mehr Reiz. So. Und das muss ja auch ein Plan sein, der für alle passt und wo man auch zweimal die Woche irgendwie stabil schwimmen kann. Ja, ist ja vor allem auch Zeit bei den Leuten. Ich bin ja zum Glück bei uns jetzt, ich habe ja gesagt, in der Firma, ich arbeite nicht mehr so viel. Ich bin raus, Jungs. Ne? Gehalt verdoppeln wir. Ich bin aber nicht mehr da. Sondern ich kann ja auch einfach mittags mal schwimmen gehen. Also das können ja viele auch einfach, haben die Möglichkeit nicht, das irgendwie einzubauen. Und selbst das habe ich ja jetzt gemerkt. Früher als Student war das ja immer gar kein Problem. Aber auch jetzt, also klar, viele Sachen waren jetzt bei mir rot wegen Krankheit, ein paar aber auch, wo ich dann irgendwo ein Shooting hatte, 3 Tage weg war, so, ja, dann kannst du abends vielleicht mal einen Lauf reinklappen, aber das, auf welchem, ist auch das Maximum. Auf welchem Cover bist du dann demnächst? Oh, der geht an dich. Wichser. Nee, ich habe hinter der Kamera, weißt du, wenn man hier sich will, keiner sehen. Das ist wie bei uns in den Videos, da stehe ich auch immer dahinter. Alles klar. Gut, abgehakt, was wir noch so machen. Ja, so, ansonsten, ja, nächstes dann Jahr. Dann geht's nach Hause, dann ist Weihnachten. Mhm. Morgen ist ja der 23. und dann geht's nach Hause, einen Tag später am Dienstag, und dann ist ja herrlich Abend. Ach, wolltest du jetzt hier beenden, oder was? Nö. Ach so, wir waren ja eigentlich beim Trainingslager. Ja. Und dann ansonsten sind wir nächstes Jahr wieder in Rot und Frankfurt irgendwie und dann für dich auch Hamburg natürlich. Genau. Aber ich weiß noch nicht, Hamburg ist vorher. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich nach Hamburg komme. Das ist mir dann eigentlich zu viel. Ist kein Problem. Ich hab da, das ist, der Druck ist auch geringer, wenn du nicht da bist. Ja. Finde ich auch ganz gut. Was willst du mir auch noch erzählen? Ich meine, ich habe jedes Video geschnitten, ey, ich weiß alles. Vielleicht tauche ich dann spontan bei Kilometer 32 auf. Nick, du wolltest ja jetzt nicht gehen. Oh, das wär vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wenn du so einen Pappaufsteller von dir hättest, den hinstellst mit der Stimme eingesprochen über so eine Boombox oder so. Nick, weitermachen. Weitermachen. Du weitermachen. Willst du gehen? Reiß dich zusammen. Ja, genau. Wie heute bei den Klimmzügen. Jetzt reiß dich zusammen und beim Satz danach kackt er selber ab. Boah. Das war groß. Das war echt schlecht. Ja, und dann gucken wir, was das Jahr sonst noch so bringt. Ja, und in Rot werden wir auch nochmal, da planen wir auch schon was Geiles. Wir werden da, wenn wir nochmal was live machen, auch versprochen, wenn wir das nochmal ankündigen, haben wir auch Boxen, dass ihr zuhören könnt. Nicht nur ein Pantomime-Podcast, ja. Ja, sorry nochmal, zum 10. Mal. Das war nicht so clever, ne. Ja, ansonsten genau, jetzt dann kommt dann Weihnachten, naja, da werden wir ein bisschen nur runterfahren. Nach und nach die ersten Videos spielen, die wir morgen machen. Dann filmen wir nochmal Anfang Januar, hoffentlich mit den Tools, wenn du das dann fertig hast, ne? Ja. Weil Nicks Bruder macht das für uns, das ist auch ganz cool. Wir brauchen dafür so einen richtigen Programmierer. Ja, so brauchen wir so einmal. Das können wir nämlich nicht. Kann ich einmal mit einem Stangenborg arbeiten, der einen Plan hat von dem, was er macht. Ja, stimmt wirklich. Und dann sind wir da auch weiter und werden euch da berichten. Und das wird cool. Ja. Genau, und wolltest du noch ein bisschen aufstoßen? Das war das Bier. Kleines Feuerchen. So lecker. Ich hatte mir noch eine Kategorie für heute überlegt. Oh. Oh, haben wir nämlich eigentlich noch nie gemacht, ne? Podcast. Doch. Wir haben ganz am Anfang haben wir mal Instagram-Accounts wollten wir empfehlen, das ist dann völlig untergegangen. Ja. Du schau mal, was ist denn? Hör mal, was ist denn das? Warte mal, das ist doch hier, das ist so dieses Ossi-Bier hier. ich kann es nicht mehr lesen. Luther Porter, lieblich Schwarztrunk, nach alter Rezeptur. Ja. Bier, ganze Welt ist voller Wunder. Ja, sie sind voller Wunder. Martin Luther. Pass auf, Kategorie. Was wünschst du dir für unseren Channel oder im Bereich Triathlon? 3 Sachen für 2020. Drei Sachen. Okay. Ich kann auch, pass auf. Ja. Pass auf. Ja. Bevor du anfängst, kannst du auch noch mal kurz überlegen. Nö. Wir machen dann immer abwechselnd. Okay, ich fange an.
Das erste Ding ist natürlich für mich ganz klar, das ist mein Hamburg-Ding. Ego. Ich wünsche mir für unseren Channel, dass ich da auf jeden Fall eine richtig geile Zeit hinballer, weil wir dann auch zeigen, dass die Pläne ja, also wir haben die jetzt ja nur von euch gehört, aber dass die Pläne auch funktionieren, weil wenn ich dann da abkacke, dann sehen die Leute, dass der Plan nicht funktioniert. Und das wäre schlecht für unseren Channel. Ja. Dann machen wir den Laden zu. Ja. Ja. Also das ist mein spontan erster Wunsch. Okay. Ich hatte mir drei Wünsche überlegt, aber ich habe sie wieder vergessen. Ja, großartig. Ja, nee, ich hatte eine große Sache und das hängt da ein bisschen mit zusammen, was wir ja auch eben gesagt haben, dass wir es cool finden, dem Triathlon-Sport auch ein bisschen was zurückgeben zu können. Das ist auch das, was wir eben noch nicht gesagt haben, aber das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, weil der Triathlon gibt ja uns auch viel oder hat uns immer viel gegeben, ne? Also mit einer Passion, ein Hobby, auch Kumpels, die man kennengelernt hat, tolle Erfahrungen in Rennen und so weiter. Aber dieses Zurückgeben, das ist mir schon wichtig und da würde ich mir wünschen, dass das auch so weiterhin ankommt, ja, dass wir das auch weiterhin können, durch ja irgendwie neue Ideen und ja nächstes Jahr dann diese Events, die wir haben oder im Trainingslager auch, darauf freue ich mich jetzt als allererstes, weil es ja so die erste Sache ist im Jahr. Das wäre so die erste Sache, die ich mir wünschen würde, dass das einfach so weitergeht, dass man das auch wirklich schafft, den Sport, den man irgendwie mag und gerne gemacht hat, irgendwie versucht, ja, auch besser zu machen, indem man was zurückgibt. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Du willst, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja. Okay, gut. Ist ja manchmal auch nicht so verkehrt. Nee, finde ich gut. Ich wollte ehrlich gesagt gerade sogar dasselbe sagen. Dann hast du so rumschwadroniert, dann sagst du so, geht das jetzt in die gleiche Richtung oder nicht? Also ich wollte eigentlich als meinen zweiten, das muss ich mir spontan, während ich das erzähle, noch was anderes ausdenken, aber ich wollte als zweiten Punkt eigentlich sagen, dass ich für uns, für den Channel, hoffe, dass ihr es weiterhin cool findet und dabei bleibt, weil wir haben unfassbar Spaß mit euch. Ist zwar manchmal Arbeit, aber im Endeffekt ist es einfach mega geil, dass wir das machen dürfen und ihr uns da so ein Feedback gibt. Das motiviert uns einfach unfassbar. Dann ist das Zweite für mich, schließe ich jetzt einfach da mal so dran oder gehe dann einen Schritt weiter, und das ist so, dass die Kinotour auch wieder so gut funktioniert im nächsten Jahr. Also das ist wirklich ein ganz großer Wunsch. Vielleicht einfach noch ein bisschen größer wird, wir noch besser vorbereitet sind, weil wir jetzt wissen, was auf uns zukommt, wie was funktioniert. Wir wissen jetzt halt, wie in Kinos die Schalträume funktionieren und die Abspielräume. Also wir können auch viel besser planen und haben jetzt auch viel mehr Zeit zu planen und da wünsche ich mir einfach, dass das auch nochmal ein geiles Happening wird. Und das ist wirklich was, das wird wieder zur Offseason sein und ich habe jetzt schon richtig Bock auf das Ding, weil es einfach so cool war, wirklich geile, interessante Leute zu treffen, mit denen ich Bock habe zu reden, und das wünsche ich mir als zweiten Punkt. Tipptopp. Zweiter Punkt bei mir, das hätte auch der erste Punkt sein können bei mir, ist, dass wir es im Triathlon schaffen oder in der Triathlon-Szene die ganzen Plattformen, ich meine, mit Pushing Limits ist es immer super, weil wir die Jungs kennen, ich meine, Niki Bock, ich meine, kenne ich jetzt 10 Jahre oder was. Ja, haben wir auch schon überlegt, das war 2007, 2008 ist er zum KDT gekommen, 2008 ja, glaube ich. Ja, schon was. Krass im das Grunde. Das ist schon über 10 ja. Jahre, 11, ja, ja. 12 Jahre. Ja. Also die Zeit, wie die geflogen ist. Aber dass wir es schaffen, dass alle Leute, die in diesem, ich sag's mal, Business. Nimmst du mir jetzt meinen dritten Punkt vorweg? Weil, keine Alter. Ahnung, irgendwie da arbeiten oder Sachen da machen, dass man da irgendwie weiterhin respektvoll miteinander umgeht. Das ist, ich finde, auch diese ganze Diskussion um Qualitätsjournalismus und dieses ganze Schwadronieren, weil du es eben gesagt hast, das führt am Ende zu nichts, weil am Ende ist es für mich Triathlon. Und Triathlon ist immer ein Hobby. Da geht es nicht um Weltnachrichten, da geht es nicht um wirklich, das klingt jetzt vielleicht hart, wirklich wichtige Dinge, sondern da geht es einfach nur um eine Passion, um ein Hobby. Und das ist nicht hart, das ist einfach nur richtig. Ja, für viele Leute ist es ja vielleicht auch mehr, aber ich finde, wenn man das mal sachlich betrachtet, dann ist es eben nicht mehr. Und da meine ich, dass man das auch einfach so darstellen kann, wie man das möchte. Und das ist, die Leute, also so wie ihr, könnt entscheiden, was ihr davon konsumieren wollt. Ihr könnt ja auch alles davon machen. Ich glaube, das machen ja auch viele, weil es ja auch immer noch nicht so viel ist. Ich meine, im Fußball oder so, da kannst du dir ja jeden Tag 10 Sendungen gefühlt und Podcasts anhören.
da fände ich das wirklich super cool, wenn man das schafft, auch nach wie vor respektvoll miteinander umzugehen und nicht das eine bewertet und das andere schlecht macht oder sonst wie. Hier und da kommen ja so Tendenzen auf. Ich hoffe einfach, und würde ich mir wirklich wünschen, dass man es schafft, dass das nicht so kommt, weil wir dürfen eins nicht vergessen, der Triathlon ist klein und wenn es dann irgendwie so Lager gibt oder so, dann macht es den Sport von heute auf morgen kaputt. Ich setze noch einen drauf. Und das als meinen dritten Punkt, also es war fast die gleiche Richtung, aber die Kinotour ist ja so ein Ding, was es jetzt gezeigt hat, wo wir uns, also wir haben ja immer schon mal Videos mit Pushing Limits gemacht oder dann so im Wechsel mit den Blogbeiträgen und wir haben die Videos dazu gemacht, wie mit Rollentraining letztes Jahr etc. Die Kinotour hat für mich nochmal wieder aufgezeigt, auch wo ich mit Niki jetzt die Woche unterwegs war, dass es auch den Leuten, die teilweise gar nicht wissen, wo die jetzt was konsumieren. Ja, also da schreibt dann Niki, wer er will noch ein TCC-Hoodie kaufen und uns schreibt wer bei Instagram, ob wir noch Cappies auf Lager haben. Oder der Ingo wird bei uns verlinkt. Ja, na klar, Ingo, ja. Weil ich ja auch Ingo war dann die ganze Zeit. Ah, okay, stimmt. Aber genau das ist das, was ich meine. Und das ist das, was ich unfassbar geil finde. Also, who cares? Wen interessiert, ob da TCC dran steht, Pushing Limits dran steht, Trimark dran steht, Tree Time dran steht, Tree to Be und wen es sonst noch wo gibt, Time to Tree. Was ich mir wünschen würde, ist, dass viel mehr in dieser ganzen Branche, wenn irgendwo, also ich will jetzt nicht, dass jeder mit allem irgendwas zusammen macht oder sonst was, sondern ich will, dass wenn irgendwo interessante Projekte zusammen umgesetzt werden können und sich Kompetenzen ergänzen, dass es gemacht wird. Ja. Das ist wie mit der Kinotour, weil nur weil Niki Bock auf uns zukam, wie gesagt, oder ich gesagt habe, ey, ich habe voll Bock drauf, du wusstest das ja am Anfang gar nicht, dass ich einfach zugesagt habe schon zu dem Ding. Du fandest es dann auch mega geil. Wie war das und, mit dem leicht begeistern? Ja, aber genau das ist es. Und guck, was jetzt draus geworden ist, ja, nur klar. Weil wir einfach gesagt haben, ja, es geht um die Sache, jetzt mal einfach um diese Kinotour. Und genau darauf habe ich Bock, dass wir einfach mehrere Sachen mit anderen Leuten zusammen machen, wenn es und wo es Sinn macht. Und dann können wir auch erst sagen, dass es um die Sache geht. Ja. Vorher ist es immer so, ja, man sagt das und man will das und so, aber was tut man dann wirklich? Das ist genauso, ja, ich will, dass die Kinder in der dritten Welt Essen haben. Ja, dann hat man am Ende des Jahres da doch wieder irgendwie nichts gemacht oder gespendet oder sonst was. Ich finde mal, das ist leichter hergeredet und ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr solche Aktionen machen und dass es mehr übergreifende Themen gibt, eben in Bereichen, wo es Sinn macht und wo man sich von den Kompetenzen und von den Fähigkeiten ergänzen kann und dann wird es geiler, dann geht es um die Sache Triathlon und um die Community Triathlon und dann wird es auch gut. Ja, absolut. Wort zum Sonntag. So, und da würde ich dann anschließen. Oh, guck mal, wie gut wir uns ergänzen. Das ist aber wirklich hier nicht heute abgesprochen. Läuft, nicht abgesprochen, läuft, Nick wusste läuft. Noch nicht mal, dass ich mir diese Kategorien überlegt habe. So würde ich mir dann wünschen, dass dieser, was ich eben bei der Kinotour gesagt habe, dass sich Leute kennengelernt haben und so, dass ihr diesen Channel. Sind die jetzt ein Paar? Der ATP-Kompressor und der Triosoph, oder was? Ja, die besten Typen. Ja, das Hammer. War echt lustig, ja. Nein, was ich wirklich gut finde oder worüber ich mich freuen würde, wäre, wenn ihr diese Community, diesen Channel oder was auch immer, wenn man es jetzt betrachten möchte, nutzen würdet, um euch kennenzulernen und um euch gegenseitig zu helfen. Das passiert ja teilweise in den Kommentaren. Ja, das ist so, also du sagst es ja auch schon mal, ich finde es so geil, dass, also traut euch ruhig mehr, ne? Wenn ihr irgendwas wisst und ihr seht bei den Kommentaren, kommentiert's. Ja. Wir feiern das so unfassbar ab und ihr helft uns so sehr, dass wir nicht, oder vor allen Dingen Sebastian, jeden Kommentar irgendwie der fachlich ist beantworten müssen. Wenn ihr irgendwas lest, was ihr wisst, von uns, von wem anders, aus Büchern, scheißegal, schreibt's drunter. Das ist so geil und das ist ja das, was wir auch wollen. Da müssen wir uns vielleicht, da habe ich auch schon mal mir Gedanken zu gemacht, aber noch nicht tiefergehend, ob man solche Geschichten nochmal zum Beispiel bei uns auf dem Blog, den wir jetzt haben, wie V2 Max oder sonst was, auch nochmal textlich behandelt und darunter so eine Diskussion, nicht eine Kommentarfunktion nur, sondern irgendwie oder eine Art Kommentarfunktion, die aber eher wie so ein Diskussionsforum oder Plattform ist, dass darunter noch irgendwie, ey, ich habe die Studie gefunden gerade oder sonst was, dass man an der Sache arbeiten kann und ihr quasi dort Sachen einstellt, also dass da unter oder zu Themenbereichen Diskussionen und Weiterbildung oder sonst was entstehen können. Das ist eigentlich so was, was ich richtig fett finde. Ja, das darf natürlich jetzt nicht nachher so enden wie so meisten Foren, wo dann nur noch gehatet wird. Nee, das kontrollieren wir ja und löschen dann die scheiß Sachen. So, aber, sondern wo es darum geht, ich habe eine neue Studie gefunden oder Einschätzung, das und das. Was mich, da könnt ihr uns vielleicht auch helfen, vielleicht könnt ihr euch da Gedanken machen, wie wir euch da helfen könnten. Also was sollen wir bauen? Gute Idee. Was könnten wir machen? Über welche Plattform? Da kennen wir ja auch nicht alles.
wie wir sowas für euch schaffen könnten. Also zum Beispiel gemeinsame Trainingsfahrten, wie kann man das am besten organisieren, auch online, ja? Ich meine, wir sind ja eine Online-Plattform. Wie kann man das für euch am besten machen? Oder ja, wenn ihr auch irgendwo Hilfe braucht bei irgendeiner Sache oder ja, wenn ihr mal einen Vereinstrainer sucht oder so in der Region, ne, kann man da vielleicht mal einen Aufruf starten oder so. Also das, wir wollen das ja wirklich zurückgeben. Es ist ja jetzt nicht nur irgendwie ein Gelaber, auch wenn der Podcast so heißt, sondern es geht ja auch uns wirklich darum. Und deswegen versuchen wir uns ja auch hier in Köln immer zu engagieren und beim Triathlon-Verein hier beim KTT bei uns und auch bei anderen. Und ja, also da gibt es, glaube ich, noch ganz viel Potenzial. Ich meine, wir sind jetzt so viele, ja, wir sind jetzt knapp 20.000 Menschen, da kann man sich auch gegenseitig helfen. Und das wäre auch noch so eine Sache, die wir für 2020 irgendwie angehen können, auch so Projekte mal zu unterstützen. Haben wir teilweise schon gemacht, haben auch mal Aufrufe gemacht. Ich kann mich noch an den an das Spendenradfahren erinnern und so weiter. Solche Sachen fände ich total toll, wenn wir da noch besser werden würden. Richtig geil, dass du sowas ansprichst. Ich habe nämlich noch, das weißt du noch nicht mal, mit einem deiner damaligen Schützlinge letztens noch bei uns in der Firma, wo du nicht da warst, gesprochen. Wir warst mit Lukas Abel. Ja. Der ist ja, oder war in Uganda die ganze Zeit und hat da ja auch ein Projekt. Ja. Da können wir auch nochmal eigentlich. Das wolltest du sowieso noch machen, ja. Wolltest du, ja. Ich hatte das nämlich gerade nochmal rausgewucht. Das ist die Ewaka Foundation Uganda und Deutschland, wo er war. Wo die eben interkulturelle Bildung machen in Deutschland für Leute, die hier sind und in Uganda. Ja. Und das Ganze natürlich mit Bildung, mit Sport vor allen Dingen sehr, sehr stark beziehen. Deswegen passt es halt hier auch voll. Am geilsten wäre natürlich, wenn er hier wäre, der ist aber schon unterwegs. Deswegen würde ich einfach mal zu so einem Projekt, ich bitte ihn nochmal, mir alles oder uns alles zu schicken, dass wir einfach mal jetzt hier in die Podcast-Beschreibung einfach. Wir können nochmal Podcast mit ihm auch machen. Machen wir auch nochmal, aber ich hau jetzt trotzdem einfach mal zu Weihnachten, finde ich, passt sowas immer gut. Einfach mal alle Infos zu so einem sozialen Projekt von einem, von unseren ihr könnt auch Leuten irgendwie, der da sich engagiert und sonst was, die Sachen, die ganzen Infos einfach in die Video, in die Shownotes. By the way, war auch mal ein richtig guter Triathlet im Jugend-B-Bereich im Bundeskader. Der konnte auch richtig rennen. Richtig guter Kerl. Also sowieso guter Kerl, aber auch. Erste Bundesliga-Starts en masse. Ja, en masse. Ja, genau. Und, also nenn mal ein paar Zahlen so. Hinten drauf die 5 in einem Sprint. Ja, auch unter 16. Ja, 15 irgendwas. Das ist, aber schon mit 17 oder 18. Ja, ne? Das war schon gut, ja. Und jetzt surft er, junge Lukas. Ja, jetzt ist er nicht mehr so im Triathlon. Aber hat immer noch Bock. Hat immer Bock. Und, Mann, aber ist auch cool, er hat mit seinen beiden Brüdern hat er so eine Firma gegründet, wo sie dann T-Shirts, Fair Trade oder halt Secondhand verkaufen. Sobald ich das richtig verstanden habe. Das heißt Abel Kitange oder Kitange oder so, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Und da könnt ihr euch auch T-Shirts kaufen und damit auch dann das ganze Projekt unterstützen. Das können wir auch mal verlinken, aber das kann er irgendwann auch mal selber erzählen. Ja, wir laden ihn einfach nochmal ein, aber wir hauen schon mal trotzdem alles. Ich finde das einfach so, solche Sachen, das ist jetzt ein geiles Ding für Weihnachten so. Ja. Da kann man auch spenden mit Sicherheit. Wer nochmal zu Weihnachten definitiv eine schnelle Spende sucht und noch keine Idee hat, ist das auf jeden Fall schon mal eine geile Idee. Und all solche Sachen, da hätte ich richtig Bock, sowas auch mehr zu machen. Auch Richtung Vereine nächstes Jahr, weil ich finde nach wie vor, das Vereinsleben in Deutschland, das darf irgendwie nicht leiden, weil jeder sich selbst organisiert und es dann irgendwelche, ich habe das letztens auch beim Besenwaden-Podcast, das ist übrigens genauso im Radsport. Es gibt ja jetzt überall diese Jedermann-Teams. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Nur das Problem ist, dass da ja ganz viel Geld reinfließt und die Vereine mittlerweile aussterben. Und damit der Nachwuchssport. Weil diese ganzen Amateur-Teams, wo dann natürlich dann, sagen wir mal, viele Leute sind, die durchaus auch Geld in die Vereine bringen, ne? Auch Sponsoren und so weiter, die gehen natürlich dann verloren. Und dann damit kann dann der Nachwuchs nicht richtig gefördert werden. Weil das machen immer noch in Deutschland vor allen Dingen die Vereine. Ja, definitiv. Und aber ich gebe dir zu 100% recht. Das Problem ist aber, das weißt du auch, dass oftmals natürlich in Vereinen immer noch irgendwelche alten Säcke die Führung haben und sich vielen Sachen verschließen und meinen, sie wissen es besser. Und deswegen entstehen halt auch diese Jedermann-Teams und deswegen entsteht Selbstorganisation. Ja. Weil diese Vereinsmeierei, sonst was, also ich, ja, also vor dem könnt aber auch selber einen Verein gründen, das ist gar nicht so kompliziert. Nee, ist es nicht, aber Nachwuchsförderung, sonst was sehe ich genauso, finde ich mega wichtig. Auf der anderen Seite ist es halt auch so für mich, dass ich denke, so dieses Ganze, was da manchmal mit so einem Verein einhergeht,
kann man halt auch einfacher machen vielleicht. Ja, es ist immer schwierig, aber grundsätzlich ist das der Unterbau des Sports und wenn man sich die drei... Ja, auch für Wettkämpfe und sowas, ne? Also wer richtet die ganzen Ligarennen und... Ja. Sonst was aus, dass überall in jeder Stadt ein Triathlon gemacht wird. Ich darf daran erinnern, dass ein Frodo, ein Sebi und ein Patrick alle in deutschen Vereinen in der Bundesliga gestartet sind und heute oben angekommen sind. Und ich glaube, wenn man jeden von den dreien fragen würde, dann würde jeder von denen sagen, ja, das ist sicherlich ein Baustein in meiner Karriere. Und ich glaube, das darf einfach nicht verloren gehen. Ja, finde ich gut. Tipptopp. Haben wir sonst noch was? Ich meine, bevor wir jetzt hier noch komplett ins Labern kommen. Nee, das heißt ja so, das ist vollkommen okay. Deswegen, das war ja auch noch, das habe ich wahrscheinlich, haben wir es im letzten Podcast auch schon gesagt, so Kinotour, wo wir uns ja selber so ein bisschen auf 15 Minuten Redezeit beschränkt haben, ja. Wo dann auch noch voll viele Kommentare kamen. Ja, nee, Filmerträge cool, aber hätte noch viel mehr gelabert sein können. Ja, das kam mehrfach, ja. Also die Leute wollen ja Longruns machen, wollen uns reden hören und ja, aber ich glaube, das ist gut. Heute können wir einen Deckel drauf machen. Ja, das war ein cooles Jahr. Wir werden auch müde. Ist und, auch schon spät. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Das ist unfassbar. Frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau. Ah nee, vielleicht noch in diesem Jahr, weil wir ja noch ein paar Videos machen. Ja, aber jetzt nicht im Podcast. Ja. Und nicht in persönlicher Ansprache. Das ist der letzte Podcast in 2019. Yes. Jetzt werde ich gerade so ein bisschen sentimental. Ja, super. Wie viele haben wir eigentlich gemacht? Keine Ahnung, du hast ja aufgehört zu zählen. Ja, aber weil ich mich auch mal, ich glaube, ich hatte mal irgendwann einen doppelt benannt, du musstest es danach ändern und dann habe ich gedacht, ich höre jetzt auf. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich irgendwo hier bei Soundcloud die Uploads finde. Ja, das müssen wir jetzt noch abwarten. Dim, 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 dim. Das Geile ist auch, dass ich mich mit diesen ganzen Statistiken noch nie beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Ja, ist jetzt auch egal. Nee. Dir ist es jetzt nicht egal, ne? Nee, ich möchte das schon wissen. Oh Gott. Dein Profil hier. Gibt es hier nicht irgendwelche Statistiken? Mann. Mehr für dich. Vielleicht können wir die Zeit ja nutzen hier noch produktiv. Ihr könnt ja mal uns auch noch schreiben, welche Themen ihr euch für 2020 im Video oder sonst wie wünscht. Wir versuchen ja immer so eine Liste zu führen oder uns immer die Dinge auch zu notieren. Ist nicht ganz so einfach, weil teilweise sind es dann auch sehr spezifische Sachen. Also wollten schon 2-3 Leute mal einen Duathlon-Trainingsplan haben. 18 dieses Jahr? Mhm. Oh, krass. Bei diesen Duathlon-Plänen, dann haben wir schon gedacht, okay, dann machen wir eher nicht, weil das ist jetzt schon sehr spezifisch irgendwie. Das ist eine Sportart in der Randsportart, wobei es ja eine separate Sportart ist, mir schon bewusst. Ja, wie auch immer. Wir bedanken uns und sehen uns dann in 2020 wieder. So sieht's aus und wie immer gilt, wenn ihr Ideen, Vorschläge, Kritik nicht, oder Wünsche habt, haut alles bei YouTube, nicht bei Soundcloud, sonst was in die Videobeschreibung und ich weiß, es nervt manche, aber auch nochmal der Reminder, nicht per Instagram oder sonst was, ich meine, das ist immer der einfache Weg, aber schreibt es bitte bei YouTube in die Kommentare, so haben auch noch andere Leute was davon, bitte keine directen Messages, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Themen, auch zu Trainingsplänen und sonst was habt, es gibt immer noch einen, der die gleiche Frage hat wie ihr. Und der sieht es dann auch schon. Also haut's bitte unter die Videos. So, tschüss. Ciao. Guten Rutsch.